Ganz herzlich möchte ich Sie alle begrüßen zum zweiten Teil der entwicklungspolitischen Diskussionstage zum Thema Braucht Afrika einen Marshallplan? Chancen, Risiken und Herausforderungen einer Partnerschaft im Wandel. Ein besonders herzliches Willkommen gilt unseren Referentinnen des Nachmittags, die gleich noch persönlich vorgestellt werden, und Ihnen allen, unseren interessierten Gästen hier im Saal der Heinrich-Böll-Stiftung und am Livestream. Die entwicklungspolitischen Diskussionstage werden vorbereitet und durchgeführt von Teilnehmerinnen des aktuellen Jahrgangs am Seminar für ländliche Entwicklung der Humboldt-Universität und Stipendiatinnen der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Sabine Speiser und ich kooperiere mit dem SLE als Trainerin und Beraterin. Dieses Jahr hatte ich Gelegenheit, die Gruppe zu begleiten, die diese Veranstaltung heute Nachmittag vorbereitet hat, und darf sie Ihnen kurz vorstellen. Theresa Bachmann, Lisa Kirz, Nora Nebelung, Florian Neubauer, Celia Schmidt, Johannes von Stamm, Caroline Vogt, Bartosz Walenda und Michelle Young. Und was haben wir mit Ihnen vor in den kommenden 3,5 Stunden? Nach einer inhaltlichen Einführung ins Thema werden wir in einer ersten Runde mit den bereits anwesenden Referentinnen den Entstehungsprozess und die Wirkmächtigkeit des Marshallplans kritisch hinterfragen. In der zweiten Runde nach der Kaffeepause und mit einem erweiterten Podium konzentriert sich die Diskussion dann auf die wirtschaftlichen Vorschläge des Marshallplans. Zum Abschluss dieser zweiten Runde werden Sie alle Gelegenheit haben, zu beiden Themenblöcken Ihre Fragen und Kommentare an alle Referentinnen stellen zu können. Soweit noch nicht geschehen, können Sie sich in der Pause auch noch versorgen mit Material zum Thema und eigene Positionen zu diesem Eckpunktepapier des BMZ, zu diesem Marshallplan, auf der hiervor vorbereiteten Stellwand draußen hinterlassen. Am Eingang finden Sie auch Einladungen zu einer zweitägigen Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung Monopoly in Afrika, auf die ich gerne noch mal hinweise und die das Thema auch noch mal aufgreift. Im Nachgang der Veranstaltung wird es ein Briefing-Paper des SLE geben, das Sie dann auf der Internetseite sich runterladen können. Und dies ist auch mein Stichwort für den letzten Hinweis. Während der Veranstaltung machen wir Fotos, und einige dieser Fotos finden auf irgendeine Weise immer ihren Weg in Facebook, in Internetseiten, in Publikationen. Das heißt, wer das nicht möchte für sich persönlich, sagt bitte in der konkreten Situation Bescheid und die Fotografin wird sich dann danach orientieren. Und damit gebe ich gerne das Wort weiter für die Einführung an Michelle Young. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 2017 ist das deutsche Afrika-Jahr. 2017 ist auch das Jahr der deutschen G20-Präsidentschaft unter dem Motto »Eine vernetzte Welt gestalten«. Die deutsche Agenda für den G20-Gipfel fußt inhaltlich auf 3 Säulen. Stabilität sichern, Zukunftsfähigkeit verbessern und Verantwortung übernehmen, besonders für Afrika. Die Ziele der Präsidentschaft sind unter anderem, die Rolle der G20 als Verantwortungsgemeinschaft zu verstärken, nachhaltigen wirtschaftlichen Fortschritt in Afrika zu fördern und fordern, die Lebensbedingungen der Menschen in Afrika dauerhaft zu verbessern und stabile Rahmenbedingungen für Investitionen in Afrika zu schaffen. Im Zuge des G20 hat das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Januar dieses Jahres folgendes Dokument vorgestellt: Afrika und Europa, neue Partnerschaft für Entwicklung, Frieden und Zukunft. Eckpunkte für einen Marshallplan mit Afrika. Er orientiert sich am historischen Marshallplan von 1947. Der Marshallplan war ein Programm der USA zum Wiederaufbau in Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg. Sein politisches Ziel war die sogenannte Containment-Politik gegenüber der Sowjetunion. Sein wirtschaftliches Ziel war die Entwicklung eines Exportabsatzmarktes
für US-Produkte. Der gesamte Marshallplan hatte ein Volumen von ca. 13 Milliarden US-Dollar. Das entspricht heute ca. 129 Milliarden US-Dollar. Der heutige Marshallplan besteht aus 10 Thesen, 3 Säulen und mehr als 100 Reformideen. Mit wo stehen wir, wo wollen wir hin und was muss passieren, sieht der Marshallplan vor, dass Afrika, Deutschland und die internationale Gemeinschaft sich engagieren, um die gewünschten Veränderungen gemeinsam zu erreichen. Der Marshallplan ist ein Vorschlag des BMZ für eine neue Form der Partnerschaft zwischen Afrika und Europa. Er fordert einen Paradigmenwechsel in der bisherigen Zusammenarbeit mit Afrika und Europa. Der Plan bezieht sich auf die Agenda 2063, die Zukunftsvision The Africa We Want der Afrikanischen Union aus dem Jahr 2013. Sie formuliert die sozioökonomische Transformation des Kontinents für die nächsten 50 Jahre. Insgesamt schlägt der Marshallplan Finanzierung in einer neuen Dimension vor. Durch die Mobilisierung von eigenen Finanzmitteln in den afrikanischen Staaten, wie zum Beispiel Steuermitteln, Stärkung privater Investitionen und Mobilisierung privaten Kapitals mit neuen Finanzinstrumenten und Einsatz öffentlicher Entwicklungsgelder zur Absicherung privater Investitionen. Staatliche Entwicklungsgelder können auf diese Weise als Garantieinstrument eingesetzt werden. Die wichtigsten Prinzipien dieser neuen Zusammenarbeit sollen sein, die Geber-Nehmer-Mentalität abzulösen, ein gerechter globaler Ordnungsrahmen, insbesondere ein fairer Handel, Diversifizierung und Wertschöpfung vor Ort, mehr Investitionen deutscher Unternehmen in afrikanischen Ländern und Reformpartnerschaften statt Gießkannenprinzip, also eine gezielte Förderung einzelner Staaten und keine gleichmäßige Unterstützung aller Partnerländer. Hierzu hat sich der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler in seiner Rede zum dritten Zukunftsforum des BMZ wie folgt geäußert. Wollen wir nun eigentlich verstärkt mit jenen zusammenarbeiten, die einen besonderen Reformwillen zeigen, oder aber mit jenen, die besonders gute Flüchtlingsströme gegen Norden eindämmen? Laut des Marshallplans sind die sozioökonomischen Bedingungen auf dem afrikanischen Kontinent vorhandenen Rohstoffreichtum und Innovationsfähigkeit, außerdem ein starkes Bevölkerungswachstum. Deshalb strömen jährlich 20 Millionen junger Menschen auf die nationalen Arbeitsmärkte. Jedoch gibt es kaum Arbeitsmöglichkeiten und Perspektiven vor Ort, so der Marshallplan. Der Kern des Plans fußt auf 3 Säulen: Wirtschaft, Handel und Beschäftigung, Frieden und Sicherheit und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. In der heutigen Veranstaltung werden wir uns auf den Entstehungsprozess und auf die erste Säule Wirtschaft, Handel und Beschäftigung fokussieren. Begleitet wurde der Marshallplan von einem Konsultationsprozess auf Foren, Konferenzen im In- und Ausland. Online sind es über 300 Kommentare eingegangen, sowohl von Einzelpersonen als auch von EZ-Organisationen, die in die Weiterentwicklung des Marshallplans mit einfließen werden. Abschließend möchten wir Ihnen noch ein kurzes Video mit ausgewählten Kommentaren und Reaktionen auf den Marshallplan zeigen. Wem wollen Sie helfen, Afrika oder uns? Den Afrikanern. Afrika ist in, das ist ein Chancenkontinent, wird sich die nächsten 30 Jahre bevölkerungsmäßig verdoppeln. Und wenn ich gerade Martin Winterkorn gesehen habe, dann muss ich fragen, wo sind die deutschen Autos? Auch Afrikaner brauchen Autos. Ich ärgere mich jedes Mal, dass ich nur koreanische oder japanische Autos habe. Die deutsche Wirtschaft verschläft hier einen Markt. Also das ist auch ein Weckruf an die deutsche Wirtschaft, hier die Chancen vor der Haustüre nicht zu vergessen. Erstens haben wir eine Verantwortung. Der Kontinent wurde bis in die 60er Jahre von den Kolonialmächten unterdrückt und ausgebeutet. Dies findet auch bis heute statt. Thema Ressourcenausbeutung. Also faire Produkte, faire Preise statt Ausbeutung der afrikanischen Länder und der Natur. Wir werden uns vor allen Dingen mit der Frage auseinandersetzen, wie wir neben der klassischen Entwicklungshilfe bessere Instrumente in Gang bekommen, um wirtschaftliche Entwicklung in Afrika voranzubringen. Das heißt, man wird überlegen, welche Kooperationen können wir mit afrikanischen Entwicklungsbanken noch stärken? Wie können wir die Mittelständler in Afrika unterstützen?
Deutsche Investitionen können helfen, die afrikanische Wirtschaft anzukurbeln. Die Idee sei gut, meint der kenianische Ökonom James Shikwati. Dass die Deutschen aber meinen, dafür bräuchte es einen Marshallplan, das sei so falsch wie vermessen. Was die Forderung nach guter Regierungsführung und Demokratie angeht, stecken die Deutschen immer noch im alten Denken fest, nach dem Motto, wir wissen, wie es geht und sagen jetzt mal den Afrikanern, was sie am besten tun sollen. Mit dieser Einführung zum Marshallplan übergebe ich das Wort an das Moderationsteam. Vielen Dank. Herzlich willkommen dann auch von uns, Celia Schmidt und Lisa Kirz, und vielen Dank für den tollen Input. Wir freuen uns sehr, Sie, liebes Publikum, und unsere werten Podiumsgäste heute hier zu einer hoffentlich bereichernden, kontroversen, aber zugleich konstruktiven Diskussion begrüßen zu dürfen. Ganz kurz noch ein Hinweis, hier vorne sind vereinzelt immer noch Plätze frei, also trauen Sie sich ruhig und kommen Sie nach vorne, einzelne Plätze sind noch frei. Nun möchten wir aber anfangen und Ihnen zu Beginn unsere drei Podiumsgäste inklusive ihrer vorher eingeholten Positionen zum Marshallplan vorstellen. Dazu beginne ich in der Mitte des Podiums mit Frau Ministerialdirektorin AD Dr. Ursula Schäfer-Preuß. Frau Schäfer-Preuß ist seit mehr als 35 Jahren im Bereich der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit, unter anderem als Chair der Global Water Partnership und als Vizepräsidentin der Asiatischen Entwicklungsbank tätig. Seit 2013 ist sie Vizepräsidentin des Nationalen Komitees von UN Women in Deutschland. Den Marshallplan empfindet sie als lobenswerte Initiative mit einer Fülle wichtiger Ansatzpunkte, merkt aber auch an, dass der Maßstab des Marshallplans die Agenda 2063 der Afrikanischen Union mit ihrem Fokus auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte sowie eine verbesserte Wertschöpfung in den afrikanischen Staaten sein sollte. Vielen Dank für Ihr Kommen, Frau Schäfer-Preuß. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, Herrn Dr. Oswald begrüßen zu dürfen, hier zu meiner Rechten. Herr Oswald ist promovierter Agrarwissenschaftler und seit über 25 Jahren in verschiedensten Positionen im BMZ, also im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, tätig. Derzeit als Unterabteilungsleiter für Subsahara-Afrika. Und Herr Oswald war federführend an der Erstellung des Marshallplans beteiligt und vertritt das Dokument hier heute nach eigener Aussage mit voller Überzeugung. Für Herrn Oswald sind die Vorschläge für einen Marshallplan ein dringend nötiger Weckruf, da Europa und Afrika als Schicksalsgemeinschaft viel enger zusammenarbeiten müssen als bisher. Außerdem findet er, dass der Marshallplan den Grundstein für ein neues Partnerschaftsmodell legt, da man afrikanische Länder bei der Umsetzung der von ihr vorgeschlagenen Agenda, in diesem Fall die Agenda 2063, unterstützt und nicht umgekehrt, wie bisher oft der Fall. Schön, dass Sie da sind, Herr Oswald. Zu meiner Linken darf ich Ihnen den Wirtschaftswissenschaftler Herr Abdourahim Diallo vorstellen. Er ist Politikberater von Ministerien der Afrika-Karibik-Pazifik-Staaten beim Diaspora Policy Institute sowie Fachpromotor für Migration und Entwicklungspolitik. Außerdem gründete er 2015 die Oppositionspartei Bloc pour l'Alternance en Guinée, Partei für gesellschaftlichen Wandel Guineas. Er sieht den Marshallplan als realitätsferne Utopie mit Fortschreibung neokolonialer Politik an, die weniger die Lösung existenzieller Probleme, sondern die Sicherung bestehender Machtverhältnisse und zukünftiger Rohstoff- und Absatzmärkte anstrebt und dabei Afrika die Fähigkeit abspricht, sich selbst aus eigener Kraft zu entwickeln. Herzlich willkommen, Herr Diallo. Schön, dass Sie da sind. Ich möchte die Diskussion mit einem Zitat des Entwicklungsministers Müllers, den wir auch gerade in dem Video schon gesehen haben, beginnen, der den Marshallplan Anfang des Jahres mit folgenden Worten vorstellte: Wir setzen auf einen Paradigmenwechsel in der Afrikapolitik. Herr Oswald, inwiefern und in welchen Bereichen findet tatsächlich eine politische Neuausrichtung durch den Marshallplan statt? Herzlichen Dank. Es findet insofern, und ich glaube, da muss ich zwei, drei Sachen auch korrigieren,
Den Marshallplan haben die Afrikaner selber geschrieben, nämlich die Agenda 2063. Das, was wir in die Diskussion geworfen haben, ist im Wesentlichen für den Teil gedacht, wo die Afrikaner selber sagen, bei der Umsetzung der Agenda 2063 streben sie eine Eigengestaltung von etwa drei Viertel bis 80% an. Und sie haben auch deutlich gemacht, dass sie für den Rest irgendwo Unterstützung auch suchen. Und dieses Diskussionspapier, was mein Minister Anfang Januar vorgestellt hat, versucht ein Angebot dazu zu unterbreiten. Der Begriff Marshallplan ist weniger in einer Konzeption gedacht, dass wir nun vorhaben, einen sozusagen Marshallplan 4.0 im Sinne des ursprünglichen vorzulegen. Es geht also in der Tat nicht, wie auch Herr Diallo geschlossen hat, darum im Wesentlichen Rohstoff- und Absatzmärkte, wie das der ursprüngliche Marshallplan vorhatte, sondern es geht einfach um die Frage, wir haben im Augenblick die Situation, dass 20 Millionen junger Leute auf den Arbeitsmarkt kommen, aber nur 3 Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden. Und das Ergebnis ist weder für die afrikanischen Staaten noch perspektivisch für diejenigen, zufriedenstellend, die diesen Druck aushalten müssen. Ne? Was ist dann Ihrer Meinung nach das Neue, der Paradigmenwechsel in dem Plan? Also der Paradigmenwechsel ist erstmal, dass man sich an einer von Afrika selbst erarbeiteten Agenda, dass man bestimmte Dinge nochmal aufgreift, die ohnehin schon beschlossen sind, also Agenda for Action im Hinblick auf die Stärkung der Eigenfinanzierung. Wir haben ja auch heute noch häufig die Situation, dass vor allem die Eliten in Afrika keine Steuern, keine Abgaben zahlen, was natürlich auch wichtig ist, um das Verhältnis der Bürger zum Staat, auch die Rechenschaftspflicht von Regierung zu untermalen. Das ist auch eine Sache, die uns auch von vielen afrikanischen Freunden kommuniziert worden ist. Das Neue ist auch, dass wir anstreben, halt unsere Zusammenarbeit dergestalt umzubauen, dass wir sagen, also 1:1 Finanzierung der Straße von A nach B oder des Kraftwerks Y oder nur der Beratung so und so kann es nicht sein. Bei der Dimension, und darum wurde auch der Begriff Marshallplan als Teaser genommen, bei der Dimension geht es schon um andere Größenordnungen. Und diese anderen Größenordnungen können nur durch privatwirtschaftliches Engagement kommen. Und dabei haben wir nicht in erster Linie im Auge, im Wesentlichen deutsche Unternehmen nach Afrika zu bringen, sondern es geht im Wesentlichen darum, afrikanische Investoren zu gewinnen, im eigenen Land zu investieren. Wenn Sie einfach sehen, die Situation, was hat den arabischen Frühling ausgelöst? Das war ein Gemüsehändler, der das auch nicht deswegen machte, weil er nun gerne Gemüsehändler ist, sondern aus Mangel an Alternativen. Ja. Zweitens, er wurde vom Staat und von der Polizei, von der Verwaltung Polizei kujoniert, und zwar so schlimm, dass er diesen drastischen Schritt gewählt hat. Diese Situation ist natürlich in Tunesien noch nicht überwunden, aber diese Situation haben wir in vielen Ländern, dass eben halt die lokale Kreativität ausgebremst wird. Und diese Elemente müssen wir in einem konzertierten Element, also in einem konzertierten Zusammenwirken adressieren. Und da ist es halt natürlich wichtig, dass diejenigen, die eben halt die Agenda 2063 in ihren jeweiligen Ländern umsetzen wollen, auch eine gewisse Flankierung bekommen. Vielen Dank. Herr Diallo, jetzt hat Herr Oswald bereits ausgeführt, was für ihn das Neue am Marshallplan ist. Inwieweit handelt es sich Ihrer Meinung nach tatsächlich um einen historischen Wendepunkt in der Partnerschaft oder ist es doch eher nur alter Wein in neuen Schläuchen? Also ich gehöre unter anderem der Kontaktgruppe an die JAS, also Joint Africa
African-Europe Strategic Partnership bewerten soll aus Diaspora-Sicht und aus Sicht der Akteure Afrikas. Und wir haben da schon gesehen, dass die Fortschreitung von NEPAD... Können Sie das vielleicht für unser Podium aus? Ja, NEPAD ist ein ebenfalls mit afrikanischer Beteiligung entwickelte Partnerschaft für Entwicklung. Und genau da haben wir schon genau starke Parallelen kritisiert zum Marshallplan, dass die Fragen im Prinzip, die Frage sich stellt, was ist den Akteuren wichtiger, politische und soziale Entwicklung oder wirtschaftliche Entwicklung? Und die ganz klare Ausrichtung auf wirtschaftliche Entwicklung fliegt vorbei. Zweiter Punkt ist ganz klar, es hat in Afrika nicht ein gesellschaftlicher Diskurs, politischer Diskurs zum Marshallplan, zu NEPAD mit den großen, starken zivilgesellschaftlichen Akteuren, den Demokratiebewegungen stattgefunden. Es wird diskutiert seit der Unabhängigkeit, politischen Unabhängigkeit afrikanischer Staaten mit denselben Klicken, mit denselben Personen, mit denselben Akteuren, ohne eine Konsultation breiter gesellschaftlicher Gruppen, die eigentlich Nutznießer dieses Marshallplans sein sollten, hat nicht stattgefunden. Ich bin in ganz vielen Staaten unterwegs, auch in zivilgesellschaftlichen Bereichen. Fragen wir doch mal nach, wer kennt NEPAD dort? Wer kennt den Marshallplan oder wer wird ihn kennen? Wer ist konsultiert? Zero, nichts. Also Zivilgesellschaft dort auf jeden Fall außen vor. Und hinzu kommt, die meisten Machteliten, Präsidialdiktaturen, die sind keine demokratischen Partner. Die sind Teil des Problems. Dieses Beispiel illicitäre Abflüsse von finanziellen Mitteln. Das ist so eine gigantische Summe, statt in den Marshallplan konkret aufzunehmen, wie man das bekämpft, wird es nur benannt. Es wird nur benannt. Und zum Stichwort, ich bleibe jetzt ein bisschen oberflächlich, ohne jetzt direkt ins Detail zu gehen, weil wir noch am Anfang sind. Es ist ein Programm, was sehr, sehr stark die Investoren anspricht. So, wir haben es aber zu tun mit Situationen. Ich habe aufgeführt in meiner Positionierung zum Beispiel die France-CFA-Politik. Weiß jemand, was die France-CFA-Politik für Effekte, für Impacts auf wirtschaftliche Entwicklung hat? Auf staatliche wirtschaftliche Entwicklung hat. Ich glaube, da wäre es sinnvoll, wenn Sie noch mal etwas erklären, okay, damit alle im Boot sind. 15 afrikanische Staaten befinden sich in der France-CFA-Zone und sind deshalb gezwungen, etwa 65% ihrer Devisen direkt an die französische Zentralbank abzuführen. Das heißt, jeder wirtschaftliche Aufschwung kommt mehr Frankreich zugute, großer Nettozahler der EU. Und anstatt im Marshallplan solche neokolonialistischen Praktiken anzugreifen und zurückzufahren, wird davon nichts erwähnt. Und das sind aber, genauso wie die EPAs, Economic Partnership Agreements, sind Hauptpushfaktor von Migration und Flucht. Also mein Cousin Ali Mudjallo hatte seine eigene Fischfangflotte, sein kleines Unternehmen. Der ist heute in Rom, ist geflüchtet. Über die algerisch-libysche Grenze, hat 4 seiner Freunde verloren und ist mittellos, hat eine Familie, die er zu ernähren hat und ist direktes Opfer EU-Politik gewesen. Okay? Also wo kommt das, wo wird das abgebildet im Marshallplan? Viele Sachen im Marshallplan finde ich gut, aber nicht zu Ende gedacht und nicht genug diskutiert mit den sogenannten Final Beneficiaries. Frau Schäfer-Preuß, wir haben jetzt bereits gehört, was Herr Diallo im Marshallplan fehlt. Gibt es auch Aspekte, die Ihnen zu kurz kommen oder fehlen? Und wenn ja, warum erachten Sie diese für so wesentlich? Vielen Dank. Erstmal möchte ich sagen, dass ich diese Diskussion sehr zeitgemäß finde. G20 ist ja vor uns und einige der Untergruppen haben ja schon getagt, so auch Women 20. Es gibt seit 2 Jahren eine eigene Untergruppe für die geschlechterspezifischen Belange.
Und ich denke, ich meine, es sind sehr viele Angebote in dem Marshallplan, die man weiter ausführen kann, auf denen man aufbauen kann. Was mir ein wenig fehlt, ist eine bessere Darstellung der Lessons Learned. Das BMZ und nicht nur das BMZ, Deutschland hat über 50 Jahre Zusammenarbeit mit den afrikanischen Partnern. Afrika war immer unser Schwerpunktkontinent. Ich selbst habe sehr stark auch mit Lateinamerika und auch mit Asien gearbeitet. Aber das war das Herz und ist das Herz und der Kern der Zusammenarbeit. Wir haben viel gelernt. Es gibt Positives zu berichten. Es gibt natürlich auch die üblichen Probleme, das wissen wir. Aber ich finde, das hätte man ein wenig mehr herausstellen sollen bei dem Aufbau des Dokumentes und dann zu den weiteren Schlussfolgerungen zu kommen. Das heißt also, Lessons Learned ist ein Thema, was besser hätte reflektiert werden können. Da ich jetzt unter dem Aspekt UN Women, Deutsches Nationales Komitee, ganz stark die Dinge anschaue, fehlt mir in dem Dokument eine stärkere geschlechterspezifische Vision oder eine stärkere geschlechterspezifische Analyse. Und da möchte ich Ihnen nur kurz etwas zitieren, was wir auch dem Team im BMZ kommuniziert haben. Aber ich denke, das ist hier für die Diskussion wichtig, weil es nicht reflektiert ist. Wir wissen alle, dass Frauen der Motor zur Erreichung der Agenda 2030 und der nachhaltigen Entwicklungsziele sind. Und wenn, und jetzt kommen die Statistiken, die wichtig sind, Frauen in der Landwirtschaft, und Landwirtschaft ist ja ein wichtiges Thema in dem Marshallplan, weltweit den gleichen Zugang wie Männer bekämen, könnten die Erträge um 20-30% gesteigert werden und die Landwirtschaft und die Wirtschaftsleistung um 2,5-4% wachsen und die Zahl der Hungernden um 12-17% sinken. Das sagt die FAO. Und ich denke, das ist in dem Kontext demografisches Wachstum in Afrika, Arbeitsplätze schaffen, Jobs zu finden, Jobs aufzubauen, ganz, ganz wichtig. Und da spielen Frauen und gerade im kleinbäuerlichen Bereich in Afrika eine wesentliche Rolle. Da sind Engpässe, das ist in dem Marshallplan, wie er vorliegt, überhaupt nicht berücksichtigt. Ich denke, daran müsste weiter gearbeitet werden. Vielen Dank. Das hatten Sie ja auch bei dem Konsultationsprozess eingebracht. Es wurde im Input erwähnt, dass es einen Konsultationsprozess gab. Vielleicht, Herr Oswald, bezogen auf die Kritik von Herrn Diallo, dass gar nicht alle und auch nicht die Richtigen zu Worte kommen. Vielleicht können Sie zum Konsultationsprozess noch etwas sagen, wie der verlaufen ist, verläuft und vielleicht auch, wie das weitere Prozedere aussehen wird. Herzlichen Dank. Mein Minister hat den Plan vorgestellt als Eckpunkte und auch mit der klaren Bemerkung, es gibt nicht den einen Plan, die eine Wahrheit. Deswegen war es im Prinzip auf der Basis durchaus der Erfahrungen, Frau Schäfer-Breuß, die wir so gemacht haben, ein Versuch, eine Debatte zu starten. Und wir haben, das hat die Kollegin aus dem Kurs sehr gut dargestellt, natürlich eine sehr intensive Rückmeldung bekommen, teils aus dem internationalen Bereich, teils auch über, sagen wir, Miserio oder auch Brot für die Welt von der afrikanischen Zivilgesellschaft. Diese Dinge fließen jetzt natürlich auch in die Konkretisierung von Punkten ein, wo Herr Diallo natürlich völlig richtig gesagt hat, es sind viele Themen angerissen, die jetzt natürlich in einen 33-Seiter, der eh schon relativ lang ist, natürlich schwerlich vertieft werden können. Wir arbeiten gegenwärtig natürlich auf der Basis dieser Inputs und da können natürlich auch immer noch weitere hinzukommen. Ich meine auch, wenn ich jetzt gerade sehe, die künftige Mitdiskutantin Oxfam hatte ja auch zum Beispiel neben anderen aus dem Kreis Venro sehr intensiv eingebracht, aber wie gesagt auch
Gruppen wie Brot für die Welt oder Miserie, die natürlich über ein sehr breites Netzwerk auch vor Ort verfügen, haben sich der sehr intensiv eingebracht. Wie gesagt, der Diskussionsprozess ist nicht zu Ende. Jeder, der Inputs leisten möchte, kann das auch weiterhin tun. Wir werden das auch in die, sagen wir mal, Ausgestaltung möglicher Handlungsalternativen, die ja auch durch die drei Säulen und die fünf Grundlagen ausgezeichnet sind, mit einbeziehen. Das heißt, es ist jetzt in dem Sinne natürlich kein Plan. Es sind Eckpunkte, wo wir den Eindruck haben, darüber müssen wir sprechen. Es sind Eckpunkte, die sich klar aus der Agenda 2063, die im Übrigen, wie mir viele versichert haben, durchaus in einem auch Einbezug der Zivilgesellschaft in den afrikanischen Staaten entwickelt worden ist. Von der Seite her, glaube ich, können wir in einem konstruktiven Zusammenwirken da sicher eine noch zielgerichtetere Aktivität hinkriegen, insbesondere wenn es dann um die konkrete Zusammenarbeit in bestimmten Ländern geht. Und ja. Dazu wollte sich Herr Diallo äußern. Ja, es ist ja Teil des Marshallplans, oder der Marshallplan führt die AU als politischer Vertreter, Ansprechpartner auf. Und ich vermisse eher die Konsultation von regionalen Wirtschaftskooperationen wie ECOWAS oder SADC. Warum? Also die AU wird zu mehr als 70% von Europa und USA finanziert. Was ist das für ein Verhandlungspartner? Ist der unabhängig? Ist der legitim? Kann der frei entscheiden? Oder ist es jemand, der eher sehr schnell, wenn es hart auf hart kommt, wir haben gesehen, wie Verhandlungen praktiziert wird. Also wenn es hart auf hart kommt, wird knallhart verhandelt. Und kann die AU das überhaupt? Ist die der richtige Ansprechpartner? Ich will nicht die AU an sich in Frage stellen, nur in diesem Kontext. Dann stellt sich mir eine deutliche Frage, die ich gern an das Podium hier oder an alle richten möchte, ist, fällt niemandem diese Asymmetrie auf? Ich meine, Deutschland mit seinen 80 Millionen Menschen und durchaus sehr, sehr starker Wirtschaftsakteur steht gegenüber dem Kontinenten mit der schnellst wachsenden Bevölkerung. 1,3 bis 1,4 Milliarden Menschen, der zweitgrößte Kontinent in der Ausdehnung. Wie soll das funktionieren? Also die Deutsch-Afrikanische Jugendinitiative, bei der ich die Konzeptgruppe 2 mitleitend beraten durfte und das Konzept für Partnerschaftlichkeit geschrieben habe, war genau dasselbe Ding. Deutsch-Afrika an sich ist schon eine Asymmetrie. Ich fände es viel besser, kommt mal runter von eurem hohen Ross, versucht nicht ganz Afrika zu retten, sondern sucht euch gerne ein oder vielleicht aufgrund der Wirtschaftskraft und der Erfahrung Deutschlands vielleicht 3 oder 4 Zielnationen aus und versucht mit denen gemeinschaftlich Pläne zu entwerfen auf Augenhöhe, Partnerschaftlichkeit mit Einbezug der Zivilgesellschaft. Und das, glaube ich, wäre zielführender. Das ist ein absolut wichtiger Punkt, auf den wir gleich noch eingehen werden. Ich würde nur gern vorher noch Frau Schäfer-Preuß fragen. Sie hatten kleinen Bauern und vor allen Dingen auch kleinen Bäuerinnen angesprochen. Haben Sie konkrete Vorschläge, wie auch diese häufig marginalisierten Gruppen in den Konsultationsprozess einbezogen werden können und deren Stimme und auch deren Interessen mehr gehört werden und mehr berücksichtigt werden können? Also es gibt ja eine Menge von Ansätzen, die verschiedenen Zielgruppen mit einzubeziehen in die Dialoge. Das haben wir ja alles schon. Das muss nur einfach stärker vorangetrieben werden. Und das geht eben nur von Land zu Land. Das geht nicht im globalen Rahmen. Da gibt es zivilgesellschaftliche Einrichtungen, mit denen man sprechen kann. Es gibt bereits vor Ort Strukturen,
Ich war bei der Global Water Partnership die Chairperson, und in dem Kontext haben wir in den Ländern die lokalen Wasserpartnerschaften. Da kann man dann wirklich auf der Basisebene Gruppen bilden, das muss man unterstützen, und dann kann man wirklich vom Bottom-up die Dinge in die Hand nehmen und voranbewegen. Das ist mühsam, das ist Institution Building, das ist Capacity Development, das sind aber alles Instrumente, die es schon lange gibt, die darf man aber nicht vergessen. Das heißt, ich denke mir, zu einem Marshallplan kann man einen Rahmen bilden, und dann ist in der Tat die Frage, aber ich denke, das ist letztlich keine Frage, denn die Zusammenarbeit im deutschen Kontext ist doch ganz stark fokussiert auf die bilaterale Zusammenarbeit. Ich meine, ich bin eigentlich ein Multilateralist, aber wir arbeiten von Land zu Land, und das heißt, der Rahmen ist dann gegeben. Da kann man die AU nehmen, da gibt es aber dann ja auch jetzt den neuen EU-Afrika-Plan, der jetzt von der Kommission vorgelegt worden ist. Den müssen wir ja auch mit an Bord nehmen. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, das ist also vollkommen überdimensioniert oder das spielt sich da oben ab und unten ist gar nichts. So ist es ja nicht. Aber wir müssen einfach den Partnerschaftsgedanken noch besser mit einbeziehen. Und ich meine, das kommt sicherlich nachher nochmal zur Diskussion, aber wir haben ja nun, wenn man in den deutschen Kontext guckt und zivilgesellschaftliche Unterstützung in den Ländern fördern will, die politischen Stiftungen, die da unheimlich viel tun und machen, um diese Basis abzudecken. Und dann kann man mit speziellen Aktivitäten hingehen in den Sektoren und die Partner heranbringen an das, was in einer modernen Entwicklung, Digital Inclusion ist jetzt das große Wort, gemacht werden kann. Also es gibt viele Ansätze und man muss sie zusammen sehen. Das mag natürlich dann schwierig sein, wenn in den Ländern politische Prioritäten kurzfristige politische Prioritäten im Vordergrund stehen, und Entwicklungszusammenarbeit ist ein langfristiges Geschäft. Also da gibt es so viele Dilemmata, die man sehen muss, mit denen wir uns ja nun schon immer herumgeschlagen haben, in Anführungszeichen, aber die natürlich jetzt viel dringender werden, wenn wir Afrika sehen, wegen des starken Bevölkerungswachstums, der Klimaprobleme, der hohen Arbeitslosigkeit und den daraus entstehenden sicherheitspolitischen Fragestellungen. Also ein weites Feld, aber deswegen ist es ganz wichtig, die Partner on the ground frühzeitig mit einzubeziehen und das durch die Einrichtungen vor Ort machen zu lassen. Ja, Frau Schäfer-Preuß, Sie haben da schon einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen, nämlich Partnerstrukturen einzubeziehen, bestehende Pläne auch zu berücksichtigen, bestehende Strukturen zu nutzen, nicht das Rad neu zu erfinden. Und es ist ja auch eben schon mal angeklungen, es war ja die Rede von der Afrikanischen Union, von der Agenda 2063. Der Marshallplan soll ja eine direkte Antwort auf diese Agenda 2063 sein. Nun haben wir schon von Herrn Diallo eben gehört, dass möglicherweise die AU, also die Afrikanische Union, gar nicht der richtige Partner ist. Aber wenn wir uns jetzt mal nochmal diese Agenda 2063 nichtsdestotrotz ansehen, das ist ja ein Papier, das 2013 von der Afrikanischen Union entwickelt wurde. Und da wurde die Vision einer panafrikanischen Entwicklung formuliert, also Africa as one. Und es wurde eine klare Richtung vorgegeben, nämlich ein integratives Wachstum. Und was auffällt, wenn man dieses Papier liest, ist, dass da auch von einer Partnerschaft mit Europa eigentlich kein einziges Mal die Rede ist. Nun würde ich nochmal Sie, Herrn Diallo, zurückfragen, aus postkolonialer, Sie haben ja eben auch schon neokoloniale Strukturen angesprochen, aus postkolonialer Perspektive. Wie passt es denn zusammen mit einem Marshallplan, der ja stets von der Partnerschaft zwischen Europa auf der einen Seite und Afrika als ganzem Kontinent spricht? Ja, ich versuche es mal aus der Sicht von politischen Strategien oder politischen Politiken, die es gibt, es gibt keine Policies im Prinzip, es gibt blöderweise kein Wort auf Deutsch dafür. Was das angeht, ist zum Beispiel, wenn man Afrika als Ganzes nimmt, ein sehr policy-freier Raum. Das muss man so sehen. Afrika ist sehr, sehr offen für das Eindringen oder Agieren, invasives Agieren von Akteuren. So.
Und das ist auch ein Punkt, den ich sehr, sehr stark kritisiere oder misse. Politische Bildung müsste dem ganzen Prozess vorgeschaltet werden, um eine ganze Reihe von Politiken, die zum Beispiel die EU entwickelt hat, um sich zu schützen oder auch um das Interagieren auf politischer Ebene zu regeln, die sind nicht da. Die sind nicht da. Das wäre zum Beispiel eine Aufgabe auf jetzt kontinentaler Ebene, die die EU übernehmen könnte oder sollte. Aber lacking behind total an dieser Stelle. Insofern verwundert es nicht, dass so ein Marshallplan auch entworfen wird, weil es gibt sehr wenig politische Gegenkonzepte, die wirklich auch aus Afrika selbst entstanden. Es gibt ein paar gute Beispiele, es gibt ein paar gute Ansätze, die möchte ich auch nicht verschweigen. Also ich hätte gern einen Thomas Sankara-Plan für Afrika. Der hat sehr, sehr viel gedacht in solchen Bahnen. Ich möchte ja auch Paul Kagame erwähnen, auch den neuen Präsidenten Tansanias. Und es gibt bereits sehr viel Bilateralismus zwischen Staaten, also Wirtschaftsaustausch. Da müsste man mal genauer hinschauen, warum läuft das gut. Ja, also Guinea, Mali, Senegal zum Beispiel hängen ab von dem Dreieckshandel. Und das sind Dinge, die man vielleicht stärken müsste, wo viel Potenzial herrscht irgendwie. Und ich habe Ihre Frage, ich weiß, nicht ganz genau beantwortet. Genau, ich würde nämlich noch mal gerne von Ihnen wissen, ob Sie denn glauben, dass diese Partnerschaft von der Gegenseite oder von der afrikanischen Seite denn überhaupt gewollt ist. Sie haben ja vorhin schon angesprochen, dass afrikanische Akteure nicht in den Prozess der Entstehung einbezogen wurden. Ja, das ist eine sehr, sehr philosophische Frage. An der Partnerschaft kommt Afrika nicht vorbei, definitiv nicht. Es gibt einfach zu viel Verflechtungen auf Finanz, auf Sicherheits-, auf ja, sogar gesellschaftspolitischer Basis, dass wir gar nicht darüber diskutieren brauchen, ist die gewollt oder nicht. Ich glaube, es kommt darauf an, was soll gewollt werden. Ist es wirklich eine Partnerschaftlichkeit? Die wird viel zitiert in dem Marshallplan, aber wenn man sich jetzt das genauer anguckt, genauer hinguckt, vermisse ich die in der Umsetzung. Da ist noch sehr viel neu zu überarbeiten. Ich glaube schon, also ne, wenn ich viel durch afrikanische Länder oder auch Gesellschaften reise oder mich dort aufhalte, ist Deutschland auf jeden Fall, diese Botschaft will ich auf jeden Fall weitergeben, trotz Kolonialismus, trotz dem schlimmen Kolonialismus, den Deutschland praktiziert hat, ein gewünschter Partner in sehr, sehr vielen Bereichen, in sehr vielen gesellschaftlichen Bereichen. Ist ein eher positives, wenn auch stereotypes Bild, aber ein positives. Viel, viel besser als Frankreich und Großbritannien, muss ich hier sagen. Inwieweit das genutzt werden kann, ist eine andere Frage. Vielen Dank. Nun würde ich noch mal gerne von Ihnen, Herr Oswald, wissen, vorhin wurde schon mal die Asymmetrie angesprochen zwischen dem BMZ als deutsches Ministerium auf der einen Seite und einem ganzen Kontinent auf der anderen Seite. Will das BMZ hier einen ganzen Kontinent mit einem einzigen Plan entwickeln? Also, das will das BMZ natürlich nicht. Ich glaube, ich hatte zunächst gesagt, wir und die Absicht des Ministers war, insbesondere im Kontext dieses Afrika-Jahres, was sich deswegen Afrika-Jahr nennt, weil Afrika Schwerpunkt bei der G20-Präsidentschaft ist und weil es in diesem Jahr halt einen EU-Afrika-Gipfel geben wird in Abidjan Ende November dieses Jahres, war die Motivation eben aus dieser Perspektive heraus, die Relevanz der Agenda 2063 für diese Diskussion. Die Diskussion haben 2013 begonnen, verabschiedet wurde sie in 2015. Deswegen sehen wir diesen Marshallplan auch sozusagen als eine konkrete, aktualisierte Umsetzung der afrikapolitischen Leitlinien der Bundesregierung des Jahres 2014.
Also in diesem Kontext sehen wir unseren Diskussionsaufschlag. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel sehen, was im Rahmen der G20 diskutiert wird, da ist natürlich ein Fokus, der jetzt in dem nächsten Panel drinsteht, ist nämlich Investitionen und Wirtschaftsentwicklung. Aber auch in diesem Kontext will ich schon mal sagen, viele Dinge, die da relevant sind, haben auch mit genereller Governance zu tun, weil ohne generelle Governance wird sich auch da sowohl in den Ländern wie auch draußen durch externe Investoren nichts tun. Herr Diallo hat natürlich völlig recht, wenn er sagt, dass die EU-Kommission und deren Arbeit sehr stark extern finanziert ist. Da will ich Ihnen sagen, Herr Diallo, das wäre uns anders auch lieber. Ja? Also deswegen freuen wir uns auch sehr über den Kagame-Reformbericht, der ja jetzt auch bei dem letzten Gipfel verabschiedet worden ist, wenn die EU Anstrengungen unternimmt, nicht nur ihre Agenda 2063 zu einem großen Teil selber zu stellen, sondern natürlich auch die Organisation EU und die künftige Implementierungsorganisation der EU, die das NEPAD-Sekretariat eben halt selber zu finanzieren. Sie hatten auch, wenn ich da kurz noch drauf eingehen darf, den Punkt regionale Wirtschaftsgemeinschaften angesprochen. Also die erste regionale Wirtschaftsgemeinschaft, die im Rahmen eines Besuchs unseres parlamentarischen Staatssekretärs Silberhorn mit dem Marshallplan diskutiert worden ist, war SADC. Er ist direkt vor der T20-Konferenz in Südafrika extra nach Gaborone geflogen. Wir haben das gemeinsam mit der SADC diskutiert. Ich selber war auch bei der East African Community. Der Minister war bei der AU. Mit der ECOWAS haben wir bisher nicht sprechen können, weil der Flughafen in Abuja leider gegenwärtig under repair ist. Und ich hatte das geplant, dahin zu fahren. Ich werde mich jetzt mit denen am Rande der Jahrestagung der Afrikanischen Entwicklungsbank in Indien treffen, um eben auch da den Dialog aufzunehmen. Also das ist uns schon sehr wichtig. Wir sehen auch natürlich, auch im Sinne des Subsidiaritätsprinzips, na, ist es halt wichtig, dass die AU als einzige legitime, zumindest mal aus staatlicher Sicht legitime Organisation unser Ansprechpartner ist. Aber dass natürlich Dinge, die in die konkrete Umsetzung gehen, natürlich in den regionalen Gemeinschaften viel besser aufgehoben sind und natürlich in der konkreten Implementierung bei den jeweiligen Ländern. Also deswegen Absicht war, um auf diesen Punkt zu kommen, natürlich können wir Deutschen das nicht wuppen. Und natürlich können wir das auch mit Entwicklungsmitteln nicht wuppen, das ist auch völlig klar. Aber es ist deswegen ist ja auch die Absicht, sozusagen in einem Finanzierungsdreiklang von Eigenmittelmobilisierung, privatwirtschaftlicher Mobilisierung und Nutzung von öffentlichen Mitteln zur Katalyse eben dieser Prozesse weiterzukommen als bisher. Also das und natürlich eben die Diskussionen im Hinblick globaler Ordnungsrahmen. Sie hatten das ja auch dargestellt. Ich meine, Sie haben eben, Herr Diallo, auch gesagt, mit den Mitteln, die irgendwo abfließen, illicit oder auch licit financial flows. Es können ja Leute ganz legal ihren Zaster aus dem Land bringen, ne, und was weiß ich, in der Schweiz, bei den Briten oder sonst wo anlegen. Das nützt aber den Leuten zu Hause nichts. Ne? Und deswegen geht es im Wesentlichen halt auch darum, A, die Illicit Flows zu erschweren, auch die Steuerverlagerung von größeren Wirtschaftsunternehmen in den Griff zu kriegen. Das ist die Aufgabe der G20 als generellen Rahmen. Das ist auch dem einen oder anderen, der hier Steuern sparen will, schon durch die Beschlüsse der G20 erheblich schwerer gemacht worden. Deswegen ist das dieser multilaterale, Frau Schäfer-Preuß-Ansatz, der in diesen wichtigen Fragen eine sehr wichtige Rolle spielt. Und gucken Sie sich an, wer sitzt bei der G20 mit rum.
Leute wie die Chinesen, die Inder, die Türken, die sich sehr stark in Afrika engagieren, ne? Und wo es natürlich auch ein Interesse war, eben halt die in dieses gesamte Denken mit an Bord zu holen. Trotzdem, ja, würde ich gerne nochmal die Frage der Interessen gerne auch an Herrn Diallo. Ich sehe schon, Sie haben das Mikro in der Hand. Sie werden die Gelegenheit haben, gleich zu reagieren. Es geht ja, wie ganz richtig gesagt, um Interessen. Und auch bei der G20 wissen wir ja, dass nicht die ganze Weltgemeinschaft vertreten ist, sondern eben die wirtschaftsstarken Nationen. Herr Diallo, in der Agenda 2063, um nochmal ein letztes Mal auf das Papier zurückzukommen, ist ja das Ziel formuliert, dass Afrika bis in weniger als 50 Jahren als Global Player aufsteigt. Meinen Sie oder glauben Sie, dass das auch im Interesse Deutschlands wäre? Ja, ich werde ja mit Fragen konfrontiert, die ich jetzt anders gestellt hätte. Das ist nicht so ganz einfach. Jetzt weiß ich nicht, wie ich antworten soll, weil Deutschland ist auch kein monolithischer Block. Wir haben hier, wir sehen es, eine Vielfalt von Interessensgruppen, und ich sage mal vorsichtig, Austausch und Interaktion ist immer gut. Das bringt uns weiter, definitiv. Auch die Auseinandersetzung oder Interaktion mit Afrika. Afrika auch wieder ist kein monolithischer Block. Also von daher erstmal ja, auf jeden Fall. Europa und Afrika sind Nachbarkontinenten. Beide, das haben wir schon gehört, haben eine gemeinsame Geschichte, allerdings mit sehr unterschiedlicher Erinnerungskultur. Von daher gibt es sehr, sehr viel, was durch Austausch weiter sich entwickeln und verbessern vor allen Dingen kann. Aber genau hier möchte ich eine Rückfrage stellen. Inwieweit ist denn der Marshallplan überhaupt gedacht oder auch abgestimmt mit gerade stattfindenden Abkommen oder Vorhaben? Ja, ich spreche jetzt bewusst die Economic Partnership Agreements ab. Als ich in Abuja war, da funktionierte der Flughafen noch. Und übrigens, der wird von einem Lufthansa-beteiligten Unternehmen saniert, was die Nigerianer ganz gut finden, weil, wie gesagt, Deutschland hat eine hohe Zuverlässigkeit. Aber ich will einfach die gesamte Geschichte erzählen. Und haben dort gesehen, ja, die Auseinandersetzung mit ECOWAS, und Nigeria ist hier führend, ist auch wirtschaftlich, wenn man es so betrachten möchte, nach westlicher Ranking, hat es Südafrika überholt, auch wenn es in einer schweren Krise sich befindet, wir wissen das, wegen den Ölpreisabhängigkeit und dem Fall. Aber jedenfalls haben wir dort festgestellt, wie restriktiv die EPAs wahrgenommen werden, sage ich mal jetzt von ECOWAS-Seite, aber wie massiv Druck ausgeübt worden ist, dass der ratifiziert worden ist. Aber inwieweit ist der Marshallplan durchdacht als Gegenentwurf zu EPAs, oder bezieht er die mit ein, oder welche Positionierung gibt es dazu? Das ist eine wichtige Frage. Und genau, allerdings eine wichtige Frage. Zu den Wirtschafts- und Handelsfragen kommen wir noch in unserem zweiten Block, deswegen werden wir das auf jeden Fall noch ansprechen können, aber herzlichen Dank. Ich möchte jetzt gerne nochmal Frau Schäfer-Preuß zu Wort kommen lassen. Herr Diallo hat natürlich ganz recht, Afrika ist kein monolithischer Block. Im Diskurs ist immer die Rede von Afrika als Ganzem, und auch die Frage, ob denn hier Politik für oder mit Afrika als Ganzem denn gemacht werden kann. Und auch in der Debatte um den Marshallplan schleicht sich ja immer öfter das Wörtchen für ein und nicht mit, obwohl es ja eigentlich ein Plan mit dem afrikanischen Kontinent sein soll. Frau Schäfer-Preuß, wir haben ja vorhin auch im Input-Vortrag schon mal ein Zitat unseres ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler gehört, der bei einer BMZ-Veranstaltung betont hat, dass die Zeit der Geber und Nehmer, die Zeit des Oben und Unten vorbei sein müsse. Was glauben Sie denn, kann Ihrer Meinung nach der Marshallplan diesen angestrebten Paradigmenwechsel weg von einer Geber-Nehmer-Mentalität hin zu einer gleichberechtigten Partnerschaft leisten? Das ist ein weites Feld. Und ich denke, wenn von Geber-Nehmer-Mentalität gesprochen wird,
Das ist halt die Frage des Standpunktes und des Standortes. Und wir haben ja schon darauf hingewiesen und betont, wie wichtig die partnerschaftliche Zusammenarbeit ist. Und das haben wir in der Entwicklungszusammenarbeit immer betont, dass das natürlich dann mit Mitteln geschieht, die in den armen Ländern zu Nullkonditionen gegeben werden und damit in der bilateralen Zusammenarbeit auch Konditionierungen auferlegt werden, die dann eben nicht nach partnerschaftlicher Zusammenarbeit aussehen, ist eines. Aber wenn Sie in den multilateralen Kontext hineinschauen, ich habe nun ganz intensive Erfahrungen aus Asien, aber auch Lateinamerika bei den Entwicklungsbanken, da haben die Partnerländer des Südens die Mehrheit. Das heißt, da gibt es gar nicht diese Geber-Nehmer-Mentalität. Das richtet sich nach den Kapitalanteilen. Und die sind in diesen, in den Lateinamerika und Asien, sind die halt bei unseren Partnern. Und da wird das finanziert, was die Länder an Prioritäten haben. Da wird nichts aufoktroyiert. Also es ist eine vollkommen andere Gesichtsweise. Und wenn man in das UN-System guckt, One Country, One Vote, haben sie das ja auch. Das heißt, ich denke, das kommt auf den Standort an und das kommt auch darauf an, wie bewusst unsere Partnereinrichtungen sind. Und ich meine, in Afrika, das sind doch ganz selbstbewusste Regierungen. Das Problem ist dann eher, ob die Prioritäten, die die Regierung, wenn man nicht mit der Zivilgesellschaft direkt arbeiten kann, ob die wirklich im Sinne der Bevölkerung sind oder ob die durch Eliten dann gestützt werden. Also ich denke, das kommt auf den Standort an. Und also ich finde das ein bisschen überspitzt, Geber-Nehmer zu sagen, weil ich halt aus einer Kultur jetzt komme, wo es ganz, ganz stark sich um partnerschaftliche Zusammenarbeit handelt und wo man eben dann sich, wo man erfreut ist, die Erfahrungen, die wir gemacht haben in Deutschland, zum Beispiel Berufsbildung, Korea, wir haben geholfen, in Korea das Land zu entwickeln. Die sind dankbar gewesen, die Koreaner, für das, was wir seinerzeit ihnen da nahegebracht haben, was sie jetzt selbst umsetzen. Genauso ist es in Afrika in den Ländern. Das heißt, man muss schauen, wie ist der Standort und wie kann man unter den heutigen Bedingungen, und das, denke ich, kann der Marshallplan leisten, wobei das Dilemma ist, er ist nicht ressortabgestimmt, wenn man jetzt mal an die deutsche Situation schaut, dass man da einen wunderbaren Rahmen hat, den man von Land zu Land einsetzen kann, um die Dinge in die richtige Richtung gemeinsam zu bewegen. Frau Schäfer-Preuß, Sie haben mir das perfekte Stichwort gegeben mit der Ressortabstimmung. Ich wollte nämlich an Herrn Oswald die Frage richten, inwieweit der Marshallplan überhaupt wirkmächtig sein kann, wenn er ja in die Zuständigkeitsbereiche anderer Ministerien hineinreicht und andere Ministerien, wie zum Beispiel das Finanzministerium, mit dem Compact with Africa eigene Pläne verfolgen. Also wie wirkmächtig kann der Marshallplan dann sein oder sind die doch mehr abgestimmt, als man das so im Öffentlichen mitbekommt? Also, sagen wir mal so, wenn Sie, ich habe ja gesagt, wir haben die afrikapolitischen Leitlinien der Bundesregierung, die sind weiterhin gültig. Und natürlich in diesem Rahmen bewegen sich auch die Ressorts und in diesem Rahmen bewegt sich natürlich auch unser Aufschlag für eben halt einen neuen Ansatz. Das ist ein Diskussionsbeitrag, wie ich auch schon gesagt habe, der, sagen wir mal, in einer aktualisierten Form unseren Beitrag und den, wo wir der Ansicht sind, den Beitrag anderer Ressorts für einen optimierteren Beitrag Deutschlands A in den internationalen Kontexten, aber auch B in der rein praktischen Zusammenarbeit. Gut, was haben wir? Sie haben konkret gefragt nach den Compacts with Africa. Die sind gemeinsam zwischen BMF und uns entwickelt worden. Und die Compacts an sich sind, sagen wir mal, vom Design
mit den dafür gemeldeten Ländern von 3 internationalen Finanzorganisationen, wovon 2 durch das BMZ kontrolliert werden, nämlich die Afrikanische Bank und die Weltbank, und eine vom BMF, nämlich dem Internationalen Währungsfonds, kontrollierten internationalen Institution im Diskurs entwickelt. Also das ist, die Compacts nennen sich im Deutschen Investitionspartnerschaften. Und das ist ein gemeinsam von BMF und BMZ getragenes Instrument. Auch die G20-Afrika-Konferenz Mitte Juni wird gemeinsam von BMF und BMZ und dem Kanzleramt ausgerichtet. Das ist Nummer 1. Nummer 2, vor 2 Wochen hat nun das Wirtschaftsministerium die Initiative Pro Afrika gestartet. Die baut auf einem gemeinsamen Papier, was der jetzige Außenminister, als er noch Wirtschaftsminister war, mit meinem Minister zusammen kurz vor dem Launch des Marshallplans gemeinsam vorgestellt hat. Also es ist, und der Minister hat es auch so formuliert, es ist ein echter praktischer Beitrag des Ressorts BMW zur Implementierung von bestimmten Ideen, die in dem sogenannten Marshallplan von uns formuliert worden sind. Also ich sehe da keinen Dissens. Ich will auch ganz klar sagen, ich hatte ja die Koordinierung bei der Erarbeitung dieses Plans unter mir. Ich habe alle Ressorts in der großen Afrika-Runde im September informiert, dass wir an so etwas arbeiten und auch über die wesentlichen Inhalte, um die es vermutlich gehen wird. Ich habe ein erneutes Update gemacht im Januar diesen Jahres, kurz vor der Veröffentlichung. Also man kann jetzt noch nie sagen, das käme, wäre jetzt nun gekommen wie Kai aus der Kiste. Ne? Aber es ist jetzt nun keine Sache, das ist auch nicht jetzt der Sinn, ein Ressort abgestimmtes Papier in dieser Beziehung nach vorne zu bringen, sondern es geht darum, Deutschlands Beitrag in diesen Bereichen auch zu stimulieren. Und wenn Sie sich die Mitteilung, es wurde eben schon erwähnt, die Mitteilung der Kommission angucken und des Europäischen Auswärtigen Dienstes von letzter Woche, dann werden Sie bis auf die Reformpartnerschaften als Implementierungsinstrument den Marshallplan in anderer Zusammensetzung wiederfinden. Herr Diallo, was glauben Sie, wie wirkmächtig der Marshallplan in Zukunft sein wird? Oder wird er vielleicht, sobald das Afrika-Jahr 2017 vorbei ist, verblassen? Ich glaube, dass also diese Entscheidung hängt ja nicht von mir ab, sondern davon, inwieweit der aufgegriffen wird von den Stake- und Shareholdern. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige Punkte, die ganz auf der tieferen Ebene, sage ich mal, ganz sinnvoll sind, weitergedacht werden könnten, diskutiert werden müssten. Und ja, es hat aber nichts mit der Frage zu tun, ob der nun einen Impact hat, ob der wirklich Veränderungen hervorbringt. Und wenn ich das Team beraten dürfte, übrigens auf den Potsdamer Frühjahrsgesprächen wurde der Marshallplan sehr stark ins Zentrum gerückt und vorgestellt und intensiv diskutiert. Potsdamer Frühjahrsgespräch ist eine internationale Konferenz von CEF ausgerichtet und ja, ein sehr, sehr guter Diskursplattform eigentlich, und da ging es halt auch ähnlich hin und her. Und jedenfalls ist uns da aufgefallen, wir befinden uns heute im Zeitalter der SDGs. Und wenn ich als ich den Marshallplan auch gelesen habe, habe ich gesagt, come on ey, es ist Konsens auf Ebene der Vereinten Nationen, dass die gesamte Welt als Entwicklungsregion anerkannt worden ist und nicht nur der globale Süden. Inwieweit ist dieses Selbstverständnis beim Entwerfen dieses Plans berücksichtigt worden? Insofern, ich finde keinen einzigen Impact oder Wirkung, was afrikanische Gesellschaften, Akteure an Problemlösungen anbieten können für europäische Probleme, Herausforderungen. Reverse.
wo und ich glaube, dass solche Ansätze für eine Nachhaltigkeit oder ein Überleben dieses Marshallplans sinnvoll wären, ne? Weil man dann in einer komplett anderen Rolle ist und zack, sofort hätte man Partnerschaftlichkeit Augenhöhe. Also, meine Oma ist mit 98 Jahren gestorben in Guinea. Ihre kleine Schwester ist vor 4 Wochen mit 104 Jahren gestorben. Die lebt in einem ganz ruralen Kontext in Guinea und ihr Mantra in den letzten Worten war, von den Native Americans, heute ist ein guter Tag zum Sterben, weil ich total erfüllt bin von meinem Leben. Was die Versorgung alter Menschen angeht, gibt es zum Beispiel sehr, 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 sehr viel Kompetenzen auf dem afrikanischen Kontinent, um nur ein Beispiel zu nennen. Was Gemeinschaftlichkeit im ruralen Kontext angeht, ebenso. Die Frage der SDGs beschäftigt sich oft mit dem Thema, in welcher Welt wollen wir leben, in welchen Gesellschaften wollen wir leben. Hier hat auch Afrika sehr, sehr viel anzubieten. Also insofern, lass uns doch mal überlegen, wie wir den Marshallplan auch regional ausdehnen können. Nicht nur auf Afrika beziehen, sondern bilateral hin und her. Weil wie kriegt man Augenhöhe hin? Hat je sich einer der EPAS oder der Marshallplan Autoren damit beschäftigt oder hat er überhaupt die Haltung dafür? Ich würde Ihre Frage direkt an Herrn Oswald weitergeben. Gibt es entsprechende Bestrebungen oder Foren oder etwas, wo auch andersherum ein Dialog stattfindet? Also wir sehen natürlich diese Diskussion genauso offen, wie Herr Diallo das eben skizziert hat. Wie gesagt, unsere Hauptabsicht ist es ja, sagen wir mal, den Bereich EU-Afrika-Gipfel damit mit zu gestalten. In diesem Vorlauf, das habe ich sowohl bei der Istafigen Community, der Silberhorn bei der SADC, der Minister bei der AU gemacht, wir wünschen uns da einen starken Input. Und es gibt viele Dinge, von denen wir durchaus profitieren können. Herr Diallo hat eben Punkte genannt, aber es gibt auch Elemente wie das elektronische Bezahlsystem M-Pesa in Ostafrika. Da gibt es hier zarte Anfänge, was weiß ich, mit dem elektronischen Ticket und solchen Geschichten, aber eben halt nicht so weitgehend. Es gibt Elemente, wo da vorhin war das Stichwort Digitalisierung. Also in der Regel habe ich in Afrika einen besseren Handyempfang und auch einen dauerhafteren Handyempfang als in Berlin. Ja, ja? Also muss sich jemand mal den Spaß machen, na, mit dem Zug von hier Mitte nach Spandau zu fahren, wie oft das Gespräch unterbrochen ist. Ne? Und da sind wir in der Hauptstadt eines der reichsten Länder der Welt. Na? Wir kriegen es auf jeden Fall, wir könnten es technisch hinkriegen, aber es ist irgendwo offensichtlich nicht so auf der prioritären Agenda. Also ich sage ganz klar, also ich bin für diese Dinge sehr offen. Ich bin auch sehr daran interessiert, diesbezüglich in einen Dialog anzutreten. Und das ist genau das, was wir auch mit diesem Diskussionsaufschlag lostreten wollten. Wir wollten jetzt nicht nur mal zu dem Thema Ressortabstimmung zu kommen. Frau Schäfer-Bross, Sie wissen noch besser als ich, was rauskommt, wenn ich eine Ressortabstimmung mache. Da kommt nämlich nicht die Formulierung durch Klartext statt diplomatischer Zurückhaltung, sondern da kommt raus ein Produkt, wo drin steht, dass Familie nützlich ist und Sport der Körperertüchtigung dient. Ja. Auf die manchmal schwierigen Abstimmungen wollte ich auch noch eingehen und Frau Schäfer-Preuß fragen. Jetzt hatte Herr Diallo die Sustainable Development Goals genannt, die bei der Lektüre des Marshallplans kaum vorkommen. Gibt es diesen oder auch andere internationale Prozesse oder auch internationale Akteure, von denen Sie denken, dass diese noch mehr eingebunden, eingebettet werden müssten oder mit denen der Marshallplan noch mehr abgesprochen werden müsste? Wir haben ja schon was gehört zu SADC und ECOWAS und da gibt es ja auch noch andere afrikanische Regionaleinrichtungen, die in der Tat Berücksichtigung finden sollten und mit einbezogen werden müssen, dringend dann in die weitere Diskussion.
Als Entwicklungsbankerin liegt mir natürlich die Afrikanische Entwicklungsbank sehr nahe. Und ich denke, auch da, das geht, wird natürlich dann schon konkreter. Und ich nehme an, das werden wir nachher dann auch im zweiten Teil noch mal ein bisschen mehr beleuchten. Da geht es dann um Investitionen und Beratung bei Investitionen. Aber da gibt es einen Partner, der eben afrikaweit arbeitet und sehr differenziert dann ja auch auf die Notwendigkeiten, Belange und Bedürfnisse eingehen kann. Also diesen Partner würde ich da ganz intensiv mit hinzuziehen. Es gibt natürlich weitere subregionale Einrichtungen, die Afrika-Experten hier viel besser kennen als ich, die man dann auch mit einbeziehen muss. Also, denn mein, was der große Rahmen ist, der muss eben, das habe ich ja vorhin schon gesagt, runtergebrochen werden dann auf die Länderebene und dann länderspezifisch zum Einsatz kommen im Dialog mit den Partnern. Und in der Tat, wir können in manchen Bereichen etwas lernen von unseren afrikanischen Partnern. Und da müssen wir einfach auch offener sein, auch offener in unseren Strukturen, die hinterher Investitionen und Beratung umsetzen. Ich bin hier jetzt ganz vorsichtig und will das nicht weiter ausbuchstabieren, aber da gibt es viele Möglichkeiten, die kreativer genutzt werden müssen. Aber da müssen wir für einen Dialog sehr offen sein und halt auch ganz genau sehen, wo ist denn jetzt der Mehrwert unseres Angebotes sozusagen auf der deutschen Seite, will ich jetzt einfach mal so sagen. Und wie können wir das in einem Dialog dann mit den Partnern besser, als das bisher geschehen ist, umsetzen? Nicht einfach. Herr Oswald, ich würde jetzt gerne noch etwas von Ihnen wissen. Laut Marshallplan soll ja die Zusammenarbeit vor allem mit den Partnern intensiviert werden, die als besonders reformbereit gelten. Also beispielsweise ja, eine gute Regierungsführung ausweisen oder den Schutz der Menschenrechte achten. Wie gestaltet sich das denn aus und was ist mit den Ländern mit reformunwilligen Regierungen in Anführungszeichen? Und noch eine kleine Frage hinterher, was ist dann mit den Menschen, die in diesen Ländern leben, mit denen dann weniger kooperiert wird? Frau Schmidt, ich glaube, Sie sind ja eine gute Kennerin des Marshallplans und die werden bei den 10 Thesen auch die letzte sicher gelesen haben. Wir lassen niemanden zurück. No one left behind. Ja, das ist ein Grundsatz, der nicht zuletzt auch Teil der SDGs ist. Lassen Sie mich kurz erläutern, wie das praktisch aussieht. Wir haben da so ein Land, in dem ich auch mal arbeiten durfte, nämlich Simbabwe. Mit Simbabwe arbeiten wir im Augenblick bilateral staatlich nicht zusammen, weil wir einfach auch der Ansicht sind, dass wir damit das falsche Signal setzen würden, was die internen Umgestaltungsambitionen von sagen wir, zukunftsorientierten Kräften angeht. Wir lassen aber die Simbabwe selber nicht hängen. Wir haben ein Spektrum an Kooperationsmöglichkeiten wie der Übergangshilfe, wo wir, sagen wir, in Notfällen entsprechend eingreifen. Wir haben natürlich die zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit, die wir auch weiterhin flankieren. Dann gibt es halt Länder, die sind so ein bisschen zwischendrin. Ne? Können Sie da ein Beispiel nennen? Ja, Malawi zum Beispiel, ne? Oder Mosambik. Mosambik, die haben natürlich durch kreatives Finanzmanagement und Garantien, die final darin endeten, dass die Elite irgendwo auf dieser Welt noch etwas breiter gefüllte Konten jetzt hat, sich in eine Staatskrise reinmanövriert. Da lassen wir sie auch irgendwo nicht vom Haken. Also wir haben jetzt die Zusammenarbeit nicht eingestellt, aber wir bauen sie zum Beispiel auch nicht aus. Ja? Und ich sage jetzt immer ganz klar, was bedeutet Reformpartnerschaften? Wir haben im Augenblick, sagen wir, im Kontext der G20-Konferenz, haben sich eine Reihe von Ländern gemeldet. Inzwischen gehört da auch Ghana, Benin dazu, daneben halt Marokko, Tunesien, Senegal,
Côte d'Ivoire und Ruanda, die jetzt im Sinne der Module der Compacts, die auch mit den internationalen Finanzorganisationen diskutiert worden sind, entsprechende Reformen A schon durchgeführt hat. Herr Diallo erwähnte ja schon Ruanda. Ruanda ist sicher in dem Bereich, was ja, Gestaltung von investiven Rahmenbedingungen und sag mal, Verwaltungshandeln sicher in der ein gutes Beispiel in dem Bereich, wie man mit Andersdenkenden umgeht, ist dann noch Luft nach oben. Deswegen ist unter anderem Ruanda jetzt auch im Hinblick auf eine bilaterale Beteiligung an den Compacts nicht in der ersten Reihe gewesen. Wir haben uns nach diversen Abwägungen durch in den internationalen Indizes, Doing Business, Human Development, Bertelsmann Transformationsindex, um nur ein paar zu nennen, dazu entschieden, Gespräche mit der Côte d'Ivoire, mit Ghana und mit Tunesien aufzunehmen, um damit, sagen wir mal, quasi in Pilotmaßnahmen mit diesen Ländern gemeinsam einen deutschen Beitrag zu entwickeln. Wir werben dafür, andere internationale Partner da noch, also andere bilaterale Partner reinzubekommen. Die drei Finanzinstitutionen sind ja sowieso dabei. Nebenbei bemerkte Frau Schäfer-Prost, die Afrikanische Entwicklungsbank war über den Diskussionsaufschlag von uns hellauf begeistert. Die haben auch den Minister, als er das mit ihnen in Abidjan diskutiert hat, also einen Staatsgastempfang gegeben. Die waren also wirklich voll drin. Und wir werden auch vermutlich in Ghana und in Côte d'Ivoire sehr intensiv in den Bereichen, wo wir möglicherweise zusammenarbeiten werden, mit der Afrikanischen Entwicklungsbank zum Beispiel Kreditgarantiefonds auflegen, um eben lokales Engagement im Energiesektor, also wenn Gemeinde XY sagt, wir wollen gemeinsam ein Solarkraftwerk hinstellen, um unsere Energieversorgung auf längerfristig preisgünstige, dann bekommen die darüber auch ihr Geld, das sie aufnehmen, abgesichert und können sich da vergleichsweise günstig refinanzieren. In die Richtung geht es im Augenblick. In Tunesien geht es zum Beispiel darum, sagen wir, den Finanzsektor so zu gestalten, dass halt tunesische Unternehmen leichter und fristenkonkurrenter an Geld kommen. Auch unter anderem mit dem Instrument Kreditgarantien. Die Frau Börgel kennt sehr gut. Wir haben in Afghanistan zum Beispiel einen Kreditgarantiefonds im niedrigen oder sagen wir höheren einstelligen Millionenbereich, unterstützen wir auch immer noch. In einem Land wie Afghanistan ist es uns damit gelungen, mit unter 10 Millionen, also über 40.000 Arbeitsplätze abzusichern und 10.000 neue zu schaffen. Ja? Und das Geld ist auch noch da. Ja? Also es sind eben Elemente, wo man durchaus Akzente setzen kann und wo es mir auch wichtig war, aus dieser Erfahrung genau solche Dinge nach vorne zu treiben, um es vielleicht mal ein bisschen genauer zu illustrieren. Also, es gilt der Grundsatz, Art und Umfang der Zusammenarbeit, die wir anbieten im Kontext der bilateralen Kooperation mit unterschiedlichen afrikanischen Ländern, hängen auch davon ab, wie wir die Dinge entsprechend umsetzen können und wie es in den Kontext passt. Es geht schon darum, auch maßgeschneiderte Lösungen hinzukriegen. Und das wird sich dann schrittweise entwickeln. Es wird auch natürlich nicht bei diesen drei Ländern bleiben. Also aber, die Liste der Reform-Champions soll ausgedehnt werden. Ja gut, es gibt ja eine ganze Reihe von Ländern, die da also durchaus ganz gut im Rennen liegen. Es gibt andere, da stimme ich zu Herrn Diallo bei Herrn Magufuli in Tansania nicht unbedingt zu. Wer der Auffassung ist, dass die beste Form der Korruptionsbekämpfung ist, erstmal die Opposition mundtot zu machen, das muss er mir dann nochmal erklären, wie das funktionieren soll. Oder Äthiopien interessiert sich auch für einen Compact. Da sind kämen wir im Augenblick nicht auf die Idee einer bilateralen Beteiligung, weil, sagen wir mal, die Art und Weise, wie man halt da mit
anderen Volksgruppen als der Regierenden umgeht, wo dann nebenbei bemerkt man 1000 Leute tot am Boden liegen, das kann es irgendwie auch nicht sein. Ne? Und ich glaube, da ist es auch wichtig, in den Diskussionsimpuls reinzugehen, dass es wichtig ist, allgemein in einer Regierungsführung unterschiedliche Teile der Bevölkerung eben halt zu integrieren und sie auch zu Nutznießern wirtschaftlicher Entwicklung zu machen. Genau, denn gleichzeitig soll ja der Grundsatz No One Left Behind gelten, wie er ja auch in der 10. These erwähnt ist. Frau Schäfer-Preuß, ich würde gerne nochmal von Ihnen wissen, Sie haben in einem Kommentar zum Marshallplan nämlich genau diese Priorisierung auf diese sogenannten Reform-Champions kritisiert und auf die dringend nötigen Investitionen in sogenannten fragilen Staaten oder besonders armen Ländern hingewiesen. Wie kann denn sichergestellt werden, dass sowohl diese Staaten als auch die vulnerablen Gruppen dieser Länder da einbezogen werden in diese Pläne oder eben auch an der Entwicklung, wie auch immer diese aussehen mag, teilhaben können? Mein Thema war, zumindest habe ich das so gelesen, dass in Zukunft die Fragile States ausgesteuert werden sollen und man sich wirklich nur noch mit neuen Zusagen, ich werde jetzt mal ein bisschen technischer, auf die reformwilligen Partnerländer konzentrieren möchte. Und da hätte ich große Bedenken, denn erstmal gibt es ja nun langjährige Zusammenarbeit, nicht nur auf der staatlichen, sondern auch auf der nichtstaatlichen Ebene mit den Fragile States. Die muss dringend, denke ich, weiter fortgesetzt werden, wo das möglich ist. Da muss man im Dialog bleiben, denn sonst fallen diese Länder, für mich ist immer so ein Beispiel, da habe ich selbst als Entwicklungsreferentin in jungen Jahren mal gearbeitet, Sudan und jetzt Südsudan, also mit so einem schwierigen Partnerland wie dem Südsudan muss man natürlich die Zusammenarbeit weiter bewegen und da gibt es ja auch unheimlich viel arme Menschen, die kann man nicht einfach fallen lassen. Aber vielleicht habe ich das falsch verstanden oder habe was nicht richtig gelesen in dem Entwurf des Marshallplans. Da muss man halt dann mit anderen Instrumenten sehen, dass man den Dialog hält, dass man versucht, dann über entsprechende Instrumente da weiter zu arbeiten und nicht nur die Reformwilligen, die ohnehin schon on track sind, zu belohnen und die anderen dafür, dass sie aus verschiedensten Gründen nicht mehr vorankommen, zu bestrafen. Entwicklungszusammenarbeit ist ein langfristiges Geschäft und das darf man eben nie vergessen und nie aufgeben. Und ich denke, da kommen bei dem Marshallplan hin und wieder so Töne hinein, dass das Denken vielleicht ein wenig zu kurzfristig angelegt ist. Mit Blick auf die Uhr, ein kurzer Kommentar von Ihnen, Herr Oswald, dazu? Also es ist natürlich ganz klar unsere Absicht, eben genau in diese Richtung zu arbeiten. Wir werden natürlich auch, sagen wir, Mali und Niger, die jetzt nicht kurz davor stehen, vom Design ihrer Politik zu den Reform-Champions aufzuschließen, natürlich auch weiterhin in mehr Stabilisierungsbemühungen. So haben wir das auch mit dem Südsudan gemacht, bevor die nun der Ansicht waren, sie müssten wieder in die heiße Phase des Bürgerkrieges eingehen. Das können wir im Augenblick unseren Leuten nicht zumuten. In Somalia sieht es jetzt im Augenblick gerade etwas hoffnungsvoller aus, wobei ich bestimmte Euphorien da auch nicht teile. Aber wir haben zumindest mal ein klares Signal dahin gesehen, dass wir diese neue Regierung erstmal versuchen zu flankieren, um eben halt eine gewisse Stabilität mit reinzukriegen. Also so werden wir es auch weiterhin handhaben. Aber im Sinne einer vollumfänglichen Reformpartnerschaft, die dann auch natürlich in die Afrikanische Union
In der Afrikanischen Union haben wir im Augenblick mehr die Diskussion, wie kann ich Leute wie den Mugabe am besten unter Naturschutz stellen, ja, und nicht nach dem Motto, wie kann ich dem Beispiel von Kagame oder dem Beispiel von Macky Sall oder dem Addo nacheifern. Das sind eben die Punkte, wo wir eigentlich auch der Ansicht sind, wir wollen dazu beitragen, dass diese Diskussionen mehr in eine zukunftsorientierte Richtung künftig sich hin entwickeln. So, jetzt haben wir schon gehört, so langsam läuft uns wirklich die Zeit weg. Daher würde ich gerne noch von Ihnen dreien als Ihr Fazit der Diskussion Sie bitten, uns den folgenden Halbsatz zu vervollständigen. Und zwar, wenn ich Entwicklungsminister oder Entwicklungsministerin wäre, würde ich in Bezug auf den Marshallplan, Herr Oswald, was würden Sie machen? Genauso weitergehen und die Anregungen der Diskussion heute noch stärker aufnehmen, den Dialog mit allen Ebenen fortzusetzen, um dann zu gemeinsamen, umsetzungsorientierten, nachhaltigen Lösungen zu kommen. Vielen Dank. Herr Diallo, was würden Sie machen, wenn Sie deutscher Entwicklungsminister wären in Bezug auf den Marshallplan? Also ich bin eben leider nicht zu Wort gekommen, aber ich will das versuchen, in die Antwort mit einzubeziehen. Ich habe den Marshallplan auch mal mit der Suchfunktion, Stichwort Diaspora oder Migranten, gecheckt. Nicht einmal taucht Diaspora mit auf. Diaspora ist von dem BMZ selbst, kann man im Entwicklungsleitlinien 159 ist das, glaube ich, dieser Paragraph sehen, ist eines der Ziel- und Kernzielgruppen der deutschen Entwicklungspolitik, wird aber nicht angesprochen innerhalb des Marshallplans und hat aber definitiv, also seit der Weltbankstudie ist klar, die Remittances zum Beispiel von Migranten sind das 3- bis 4-fache der offiziellen Entwicklungstransfers, der Entwicklungsgelder. Inwieweit, also ich würde auf jeden Fall erstmal Diaspora sehr, sehr stark mit beteiligen an diesem Neuentwurf des Marshallplans. Ich würde langsamer vorangehen und versuchen, zivilgesellschaftliche Akteure vor Ort, besonders in ländlichen Regionen und Kontexten, stärker einbeziehen. Ich würde diesen Marshallplan mit Afrika komplett eindampfen oder runterdampfen, downgraden, konzentrieren auf ein paar Staaten von deutscher Sicht aus. Ich glaube, handelbar sind nicht mehr als 3 bis 4. Ich meine, schauen wir uns alle Partnerschaften an, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen-Ghana-Partnerschaft ist ein guter Ansatz, aber allein die Handelbarkeit ist eine Riesenherausforderung, das wissen wir alle. Und ich würde vor allen Dingen den Marshallplan viel mehr aus der SDG-Sicht aufstellen. Das heißt, auch gucken, inwieweit können afrikanische Akteure mit dran beteiligt werden, deutsche Problemlösungen mitzulösen, um eine Augenhöhe herzustellen. Und ich würde vor allen Dingen sehr, sehr viel junge Akteure ansprechen und versuchen letztendlich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, viel, viel mehr politische Bildung, politische Entwicklung, Demokratisierungsprozesse anzustoßen, als diese stark wirtschaftliche Ausrichtung in den Vordergrund zu stellen. Vielen Dank. Frau Schäfer-Preuß, was würden Sie als Entwicklungsministerin in Bezug auf den Marshallplan machen? Herr Diallo hat viele Elemente aufgezeigt, die mir auch ganz wichtig sind, die Zivilgesellschaft an Bord zu bekommen und dann ganz wichtig, Frauen, junge Menschen vor Ort, auch wichtig, einen Dialog mit unseren Partnern auf Augenhöhe, mit den afrikanischen Partnern, egal, ob die nun auf dem afrikanischen Kontinent sind oder woanders. Ich denke, das ist in der Tat wichtig und Lessons learned an Bord nehmen bei der Ausgestaltung dieses sehr diskussionswürdigen Rahmens des Marshallplans als einem Instrument zur Umsetzung der Sustainable Development Goals.
Ja, vielen Dank, Frau Schäfer-Preuß. Eines zeichnet sich definitiv ab, die Debatte, die der Marshallplan auslösen oder die Eckpunkte für einen Marshallplan auslösen wollten, die wurde ins Rollen gebracht seit Anfang des Jahres und wir haben heute oder tragen heute auch dazu bei, diese Debatte fortzuführen. Wir haben jetzt im ersten Teil über verschiedene Aspekte schon mal allgemein, über die Natur des Plans, des Dokuments, handelt es sich wirklich um einen Paradigmenwechsel oder doch nur alten Wein in neuen Schläuchen gesprochen. Wir haben auch das Thema Politikkohärenz kurz angesprochen, Abstimmungsprozesse, haben über die Reformpartnerschaften gesprochen und eben auch darüber, wie vulnerable oder marginalisierte Gruppen in solche Prozesse einbezogen werden können. Und an dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen dreien für die lebhafte Diskussion. Und wir beide, Lisa Kirz und ich, verabschieden uns an dieser Stelle von Ihnen. Und nach der Kaffeepause ab 17.30 Uhr geht es dann hier weiter. Da wird das zweite Moderationsteam übernehmen und die Diskussion fortführen, auch mit zwei weiteren Podiumsgästen hier oben und im Hinblick auf wirtschaftliche Fragen vertiefen. Vielen Dank.